Welcome, welcome, welcome! Das Silver RC, M-Chassis, M-Rage von Hobby King. Jo, wir machen die letzten Schritte hier und ihr seht einen Regler, aber nicht den geplanten. Grund ist ganz einfach, ich habe keine Schottky-Diode mehr. Das ist dieses Ding, was hier zwischengelötet ist. Deswegen habe ich, Entschuldigung, mal einen Ratzfatz aus meinem... aus meinem M-Chassis das Ding ausgelötet und da kommt jetzt der Harald Twister rein. Ausgelötet, Blödsinn, ausgebaut. 31er Ritzel. Machen wir das mal so, dann seht ihr auch was. Der Motor hat schon ein bisschen was mitgemacht. Macht aber nichts, der läuft immer noch. Ja, also war ja ganz geil. Einer von euch schrieb ja, ich suche gerade meinen Inbus, da. Schrieb ja, der wird gut laufen, wenn ich damit nicht übertreibe mit der Motorisierung, wofür ich auch überhaupt nicht bekannt bin. Das ist zwar richtig, ich bin zwar bekannt dafür, dass ich da Bombenmotoren in die Autos einbaue, aber on-road ist das alles ein bisschen anders. Da bringt mir die Power nichts, wenn ich damit nicht im Kurs komme. Das ist ja voll doof gemacht. Kriege ich da überhaupt das Ritzel durch? Nö, also erst Ritzel montieren, wenn Motor eingebaut. Okay. Ritzel zu groß. Das muss so dahin. Okay. Da brauchen wir den. Ja, man kommt da durch. Ist nicht so ganz einfach, aber es geht. So, dann hängt der Motor erstmal fest. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich da am besten durchkomme. Ich weiß wie. Indem ich den hier runterdrehe. Dann kann der nämlich weiter runter. Und ich komme da dran. Stellen wir nachher sowieso noch mal richtig ein. Ah, Loch nicht getroffen, so ein Scheiß. Nee, er packt nicht richtig. Machen wir den oben mal ein bisschen loser. Düdüm, düdüm, düdüm. Das ist nicht so einfach, da dran zu kommen. Nützt nichts, da muss der... geht das so rum? Weder hoch noch runter. Der ist natürlich scheiße jetzt. Wir nehmen den Dämpfer mal ab. Und schrauben die Inbus raus. Da müsste der Stift ja relativ leicht jetzt rausgehen. Ja, so. Dämpfer mal komplett ab. Stift raus. Spacer ist auch raus. Können wir den wegbiegen. Tada, wir kommen an die Schraube. Sehr schön. Das war jetzt umständlich.
Nun gut. Tada! Motor sitzt. Zwar noch nicht fest, aber er ist dran. So, Ritzel drauf. Da das ganze Chassis natürlich super klein ist, ist das auch alles relativ verbaut. Jetzt muss ich mal in das Ritzelspiel gucken. Wie man das einstellt, mache ich nochmal ein separates Video zu. Das kann man an dem Auto echt scheiße sehen. Und wenn ich das schon scheiße sehen kann, könnt ihr das gar nicht sehen. Motor ist drin, Rest ist Kindergarten. Antriebswelle mal wieder einhaken hier. Jetzt bauen wir den Kram mal eben wieder zurück. Spacer, nicht Schimmscheibe, wie ich in den vorigen Videos gesagt habe. Sitzt. Dämpfer. Wo ist meine Zange? Da. Eins. Und unten geht es ja Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Zwei. Motor drin. Die ersten Umdrehungen hat er jetzt auch schon gemacht. So, Regler. Regler positionieren wir hier. Und zwar nehmen wir dazu mein 3M Dual Lock Tape. Und zwar, weil dann kann ich die relativ fix hin und her switchen, die beiden. Und das ist gar nicht so verkehrt. Das gibt es auch nochmal. Wir nehmen auch dieses hier, da habe ich noch mehr von. Du gehst mal zur Seite. Dann nehmen wir dieses hier, das helle, das gibt es auch bei eBay. Kostet alles nicht die Welt. Ich weiß nicht, irgendwie 2 Meter oder so, kosten 10 Euro oder so. Gibt auch schon passende Abschnitte, finde ich allerdings nicht so gut. So kann ich mir das nämlich zurechtschneiden, wie ich es brauche. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen cooler. Jetzt muss ich nur noch die. Genau, so. Ich finde dieses dünne ein bisschen besser für die Onroad-Chassis, aber nur für die Onroad-Chassis, weil das sind mehr Zähne auf der gleichen Fläche. Das heißt, das hält ein bisschen besser. Bei Offroadern würde ich immer das Schwarze nehmen, dieses etwas gröbere. Warum? Ganz simpel. Weil in diesem Feinen, was ich hier habe, sich auch gerne mal Dreck ansammelt. Und das ist uncool. Das wollen wir ja nicht. Jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Oder doch da drauf. Da stört es aber auch. Das Blöde ist, dass die Kabel so blöd sitzen, ja? Und dass man da dann kaum reinkommt.
kann ich das auch so befestigen. So wie ich es auch eigentlich vorhatte. Klebe ich jetzt einfach mal rein. Bisschen weiter nach außen. So, dille. Motor verbinden wir auch schon mal. Ich habe das hier ein bisschen verlängert, weil ich zu wenig Kabel sonst hatte. Okay, noch funktioniert gar nichts. Doch, hier, wir haben Strom. Aber wir haben auch noch keinen Empfänger. Also müssen wir noch einen Empfänger einbauen. Den haben wir hier. Das ist ein Sanwa RX471, weil logisch, der wird natürlich mit meiner Sanwa betrieben, der Wagen. Dann nehmen wir auch wieder ein Stückchen von dem Zeug hier. Das Ganze mal zwei. Na komm. Es kann sein, wenn ihr auch sowas verwendet, das nach einem Jahr oder so, und ihr das schon ein paar Mal gelöst habt, dass die dann nicht mehr so toll sind, diese Klebepads. Beziehungsweise dieses Zeug, ne? Aber nach einem Jahr darf das auch wohl so sein, finde ich. Das ist jetzt immer ein bisschen mistig, das Ding durch die Antenne zu bekommen. Akku nehmen wir mal raus, dann komme ich da vielleicht noch ein bisschen besser dran. Oh, es ist auch alles scheiße heute hier, ey. Da ist er. Den da drauf. Antenne machen wir gleich. Stecken jetzt mal ein Hara Twister. Channel 2 Servo Channel 1, wer hätte es gedacht? Ist natürlich total Banane, so ein Vierkanal-Ding hier einzubauen. Braucht kein Mensch, kann man aber trotzdem machen. Wer weiß, vielleicht kommt mir noch mal ein Sinn, da Beleuchtung einzubauen oder so. Gerade ich und Beleuchtung. Finde ich, wurde ja auch schon ein paar Mal gefragt, in einem RC-Auto einfach total Banane. Ja. Und mach mal einen Kabelbinder drum.
Eieieiei. So, sitzt. Schön ist anders. Ah, oh, kein Akku drin. Okay. Minus. Plus. Tut nicht. Strom hat er. Ich muss die Funke ja noch binden. Wäre vielleicht cleverer. Da ich jetzt nicht weiß, wie das geht, muss ich mal einmal ein bisschen Bedienungsanleitung lesen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Ja, und da sind wir zurück. So, ich habe das jetzt alles gebunden und habe herausgefunden, dass ich Schwarz und Rot vertauschen muss, weil der Motor sitzt ja jetzt auf der anderen Seite. Muss mir auch mal einer sagen. Auto läuft soweit, ihr sollt es auch einmal sehen. So, das war's, er läuft. Das müssen wir noch mal ein bisschen einstellen, dass der das aufhört. Ich habe das hier alles wieder gelöst gehabt. Das machen wir jetzt noch mal eben wieder fest. Wichtig ist, wenn ihr sowas umdreht, müsst ihr auch die Schottky-Diode umlöten. Und das habe ich nicht getan, die ist mir gerade um die Ohren geflogen. Schottky-Diode muss mit der Schleife immer auf Rot. Also mit der Markierung an der Schottky, ne? Jo, jetzt muss ich mal zusehen, dass ich noch eine Schottky irgendwo herkriege, weil sonst ist Essig mitfahren. Auto funktioniert aber schon mal. Antenne schneide ich noch zu. Die wird dann so irgendwie nach hinten gebogen sein. Und dann kommt Fahrvideo. Bis zum nächsten Mal bei Das Silver RC. Ciao, ciao.